Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Arma 3 Eltis Live. Wir sind immer noch hier schön unterwegs, wollen gerade Sand farmen und ich lasse mich gerade von der netten WT-Gruppe oder wie sie hieß. Wie heißt sie jetzt nochmal? WTA. So, WTA, nicht GTA, sondern WTA-Gruppe. Lasse ich mich hier jetzt gerade fahren. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und ja, viel Spaß wieder jetzt hier beim Gebrabbel mit dem netten Herrn. Wir sind ja gerade voll im Roleplay, in meinem Element, sag ich mal, ne? Ja, mein Herr. Wie lange braucht das denn ungefähr immer? Darf ich fragen, wie Sie heißen? Soll ich Sie immer her, wie hießen Sie nochmal? Hab das schon wieder vergessen. Boomer, mein Name. Genau, Boomer. So, ich nenne Sie einfach immer Herr Boomer. Ist das okay? Ja, ne? Ja, Boomer. Ganz, ja. Oder hey, du. Hat er gesagt, hey du? Hey du! So, wir sind dann da, wir können dann anfangen. Kriegen Sie einen Schlüssel von mir am Ende? Also irgendwelche Unheimlichkeiten. Ja, vielen Dank. In das Fahrzeug rein und ab die Post. Coole Geschichte auf jeden Fall. Mein Inventar ist voll, das ging ja schnell. So, jetzt direkt in den Helm mit rein. Wahrscheinlich dauert das 100 Jahre, wenn ich jetzt hier farme, aber wir werden sehen. 54 von 1400. Ach du Scheiße, ich kann mich hier dumm durchfahren. Ich farme mich dumm und dusselig. Ich farme mich dumm und dusselig. Lich. So, ja. Ihr dürft, wie gesagt, auch gerne mal wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr denn noch sehen? Was soll ich noch machen hier? Es gibt ja auch noch so viele Dinge, die man hier noch tun kann. Ich denke mal, es ist bestimmt auch irgendwas dabei für euch, sag ich mal. Und ja, schreibt eure Ideen mal in die Kommentare. Ich möchte da einfach jetzt mal richtig viele kreative Ideen von euch hören. Ich bin mal gespannt, was ihr da so auf dem Kasten habt. Auch mal vielleicht was ganz Neues bei Arma. Ich versuche das dann hier umzusetzen, weil so wie ich das gehört habe, Ralf, der versucht da wirklich mit seinen Updates hier alles umzusetzen. Vielleicht habt ihr eine Idee, welche Firma könnten wir denn hier gründen? Haut's in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Also es wäre schon ziemlich genial. Herr Costa Nostra, wie lange Don Carlo, wie lange machen Sie denn das schon? Hier bei der Security arbeiten. Erzählen Sie mal, das ist bestimmt sehr interessant, was Sie schon alles so erlebt haben. Oh, habe viele, viele, viele erlebt hier, aber alles. Ich bin hier erst seit 2 Monaten, arbeite in Costa Nostra, als Security. Ich verstehe zwar kaum ein Wort, aber... Das ist ein sehr gefährlicher Job, aber viele Verbrechen. Viele Mörder. Und halt, ja, viele Aufträge von der BCA. Was war denn das? Was war denn das Härteste, was Sie erlebt haben in Ihrem Beruf? Das Härteste in meinem Beruf? Ja, dass mein bester Freund dann wieder gestorben ist in einem Einsatz. Oh, das tut mir sehr leid. Mein Beileid. Ach, brauchen Sie nicht. War ein Arschloch. Mein bester Freund war ein Arschloch. Gute Einstellung! Ralf, ich wollte schon mal was sagen, du bist ein Arschloch! Nein, Spaß. Gut, warum nicht? Ja. Warum nicht? Ach ja, so ist das. Er war mein bester Freund. Oh, tut mir leid, dass er gestorben ist. Nein, er war ein Arschloch. Oh Mann, ey, immerhin sind wir schon drittel voll. Wahnsinn! Oh, Helikopter, ich höre einen Helikopter. Ich glaube, da kommt ein Helikopter. Im Tiefflug. Ich hoffe, der passt auch wirklich auf uns auf hier. Oh Mann. Naja. Ich hoffe mal, dass das alles gut ist da. Also er guckt schon mal. Geht schon mal hier in Deckung.
Ich glaube, ich gehe mal in Deckung. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Bleiben Sie mal dahinter, hinter dem Auto. Ja, ich bleib hinter dem Auto. Ja, ich glaube, die reden gerade. Der fragt ihn wahrscheinlich nur. Okay, da nimmt die Hände hoch. Alles gut. So viel zum Thema kleine Pistole im Rücken. Haha, ich meine auf dem Rücken. So klein ist die Pistole jetzt auch nicht. Naja. Das ist irgendein Drogendealer aus der Stadt. Moment, oder? Ich höre noch einen. Ich höre noch einen Helikopter. Hören Sie den auch? Da kommt noch einer da hinten. Aber ich glaube, der fliegt weiter. Ja. Kommen Sie ruhig weiter, jetzt momentan ist ein bisschen ruhig. Ich halte hier die Stellung. Oh Mann, 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 das ist ja echt gefährlich. Kann ich leider hier momentan Ihnen nicht helfen. Nur um Sand zu fahren. Tut mir leid. Wollen wir den Ifrit nicht auch noch voll machen? Als Bonus. Genau. Ah, schönen guten Tag, Herr Max Power. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Hallo. Wie lange fahren Sie schon Sand? Herren, fahre ich an etwas. Gar nicht. Ich bin wegen anderer Geschäfte hier. Wer ist wegen denn? Naja, ist einer von Ihnen vielleicht auf der Suche nach einer tiefgründigen Entspannung? Nein, ich bin gerade am Arbeiten. Ich brauche gerade keine tiefgründige Entspannung. Der Herr Bummer. Nee, danke. Sie wirken ein wenig angespannt. Nee. Ich bin so eigentlich wunschlos glücklich. Und ich würde bitte gehen, gehen Sie in Ihren Helikopter. Was meinen Sie denn bezüglich, was meinen Sie denn mit Entspannung? Mache ich auch noch. Wenn die Herren mit den Waffen nicht so nervös sind, gehe ich 10 Meter zurück und demonstriere es ihnen einfach. Ich drehe mich auch vor ihnen weg, keine Sorge. Nein, ich will es gar nicht unbedingt sehen. Moment, so gehen Sie bitte in Deckung, das kann auch Attentäter sein, mit der Sprengbombe. Ja. Okay, da hat jetzt irgendwas genommen. Moment, keine Ahnung. Sollten wir nicht lieber die Polizei rufen? Bleiben Sie stehen! Was war das? Ich bleib stehen, keine Sorge. Darf ich mich setzen? Ich krieg gerade ein bisschen weiche Knie. Was war das? Am Ende hat irgendwas geraucht, der hat irgendwas eingenommen, irgendwelche Drogen. Irgendwelche rufen Sie nicht die Polizei? Keine Ahnung. Jetzt hat er aber ins Gesicht gekriegt, da. Ja. Dauert immer eine Weile, bis die Polizei hier ist. Ja, warum hat er ihn denn jetzt geschlagen? Sofort. Ich bin Efrin. Efrin hat er genommen. Holz ein bisschen. Ich hab noch was. Verlassen Sie bitte das Gelände, ansonsten muss ich von meiner Waffe Gebrauch machen. Okay. Bitte setzen Sie in Ihr Heli. Es wäre nett, wenn Sie uns vielleicht jetzt hier in Ruhe lassen würden. Ich möchte keine Geschäfte machen wollen. Möchte keine illegalen Geschäfte machen, nein. Vielen Dank, aber tschüss und so. Immer diese Leute mit ihren illegalen Geschäften. Ich ist Herr Mentor. Sie müssen hinter mir stehen bleiben. Sie dürfen nicht so frei nach vorne. Sie sind der leichte Zielscheibe. Naja, ist ja auf jeden Fall ziemlich gruselig hier. Ups, ich hab das taktische Frühstücksspeck da reingetan. Ja, unglaublich hier. Ich sammle jetzt einfach hier weiter, dann kann wahrscheinlich nichts passieren. Der ist ja gleich auch wieder weg, so wie es ausschaut. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen in den Rucksack geguckt, weil sie hier direkt, reingelaufen sind. Ist nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Wenn ich denke, dass du klammer bist, bist du schneller im Wasser. Dann kannst du schwimmen.
glaube, Sammeln an den Fahrzeugen funktioniert nicht so gut. Mein Gott, stinkt das jetzt hier nach irgendwelchen Drogen? Immer diese bekloppte Drogendealer. Ja, ja, so ist das hier. Aber es macht Spaß, ich finde es richtig lustig. Vor allem, weil die Leute ja auch echt alle so cool drauf sind und alle wirklich beim Roleplay wirklich hundertprozentig mitmachen. Finde ich echt ziemlich genial, also gefällt mir, finde ich super. Was machen Sie da? Machen Sie Lippensport? Sie bewegen die ganze Zeit Ihre Lippen. Sind Sie nervös? Nein, ich bin normalerweise Raucher und ich muss auch meine Lippen bewegen, weil ich keine Zigarette mehr habe. Ach so, na gut. Ach so, dann sollten Sie sich überlegen, vielleicht mal aufzuhören mit dem Rauchen. Ja, versuche ich doch gerade. Siehst du bei mir eine Zigarette? Nein, sehe ich nicht. Es sieht nur sehr lustig aus, wie Sie die ganze Zeit Ihren Mund bewegen. Innerhalb einer nicht, ja. Muss ich ja machen. Oh Gott. Übrigens kann man auch da richtig schön die Grafik genießen von diesem Spiel, die wirklich mega geil ist. Also, ich feiere das übel. Klar, für alle die jetzt irgendwie hier mega Action gewohnt sind und jetzt gewartet haben, dass hier mega die Action passiert und aus irgendeinem Grund gerade ich nichts hier rein tun konnte. Ist natürlich klar, also jetzt gibt es hier natürlich nicht die Mega-Ultra-Hammer-Action. Aber dafür ist es halt ganz lustig. Wir machen 100% Roleplay und ich erarbeite mir ein bisschen Geld für die Zukunft, weil ich möchte das wirklich alles hundertprozentig auch erarbeiten. Ich habe ja am Anfang ein bisschen gefragt, ob ich hier was bekomme. Also ich habe was vom Wintermond bekommen, überwiesen. Und war ganz nett. Aber ich möchte mir das jetzt hier selbst erarbeiten. Und ich denke mal, wir können jetzt hier so ein kleines Imperium aufbauen. Das wird eine richtig coole Geschichte werden. Wie gesagt, wäre nett, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr irgendwelche Ideen habt bezüglich, ja, was auch immer, was wir gründen sollen hier. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, ihr entscheidet. So, und wenn ihr keine guten Vorschläge habt, entscheidet ich natürlich, aber ja, wir sind vollkommen voll. Ihr Rucksack auch voll? Ja. Ihre Taschen auch voll gemacht? Okay, dann kannst du loslegen. So, ja, ich wurde gerade schon wirklich etwas nervös, als da der komische Mensch mit den Drogen kam. Ja gut, so eine Aktion macht mir auch wieder ein bisschen fickrig, muss ich sagen, aber ich auch ein bisschen nervös. Weil ich nicht gerade der Beste bin an der Waffe. Ja, notfalls geben Sie sie mir einfach. Ich habe damals, als ich, damals ganz früher, vor Ewigkeiten, also ich meine, ich bin ja jetzt schon, ne, habe ja schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben, da habe ich mal als Bodyguard gearbeitet bei der Polizei und das habe ich 10 Jahre lang gemacht und naja, danach, wie gesagt, bin ich leider auf den falschen Weg gekommen. Ja, falsche Freunde im Beruf gefunden. Nee, eigentlich war es ganz anders. Ich habe damals als Bodyguard gearbeitet und ja, ich sollte auf jemanden aufpassen und dann gab es eine Geiselnahme, weil die Leute, die meinem Klienten was Böses wollten, haben uns umzingelt und ich konnte da auch nichts mehr tun als Bodyguard und ja, dann wurden wir als Geiseln genommen und ich musste bestimmte Kriterien erfüllen, damit mein Klient nicht stirbt und dann habe ich mich halt darauf eingelassen, leider, was Illegales zu machen und das Problem ist, meine Vorgesetzten haben das dann als Verrat beurteilt, obwohl ich an sich nichts anderes tun konnte. Aber bei uns, unsere Aufgabe ist es ja, den Klienten bis zum Tod zu beschützen und normalerweise hätte ich zwar sagen sollen, dass ich darauf eingehe, es aber dann nicht machen sollen. Nur ich hatte halt auch Angst um mein Leben und das Leben meiner Familie und ja. Also wundern Sie sich, wenn ich jetzt hier so querfeld einfahre, aber die Straßen waren mir jetzt noch ein bisschen unsicher, nicht, dass da Straßensperre oder Nagelbänder liegen. Und dann irgendwelche Gorilla-Kämpfer hüpfen. Aber warum liegt denn irgendjemand Nagelbänder auf die Straße? Ja,
kann ich Ihnen jetzt auch nicht so erklären, weil die von der Polizei gelaut wurden und dann Passanten damit belästigt. Okay. Hat die, wo hier Farmen gehen. Interessant. Ja, aber Sie haben vielleicht gar nicht Unrecht. Sie haben vielleicht gar nicht Unrecht auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen nur mit dem sprechen hier aus dem Fahrzeug. Das geht, ne? Dann macht er das schon für uns. Puh, da habe ich jetzt... Ja... Nein, ich muss aussteigen. Hab ich noch nie ausprobiert. Ich muss aussteigen. Sehr gut. Ah, auf anderen Server geht das. So. Na, was soll's. Macht ja nichts. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Na gut, die hilft ja mit. Ja, was berichten denn Ihre Kollegen? Ist es unsicher gerade aktuell auf den Straßen oder ist es einigermaßen ruhig? Ist unsicher. Wir haben viele Rebellen. Oh, das macht mir Angst. Oh, keine Angst da, aber bis das der Mafia da ist, bis sie mit der Mafia töten, haben sie Probleme. So. Also wenn Sie möchten, können wir auch gleich nochmal zurück zur Sandmine fahren und den Rest auch noch auffüllen, aber das ist Ihnen überlassen. Oder eher gesagt, es ist eigentlich mir überlassen, aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit das noch passt, ob das zum Auftrag gehört. Ja gut. Haben Sie schon Wulst an die Hände? Haben Sie schon Blasen? Haben Sie schon irgendwelche Hornhaut an die Hände? Nee, recht haben Sie. Vielleicht sollte ich es doch nicht übertreiben. Jetzt eins nach dem anderen. Immer erstmal ein bisschen Kohle machen, ein bisschen Pause machen und dann, ja, wieder angreifen. Genau, richtig. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Leute, also wir fahren jetzt hier ein bisschen, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich das sagen? Es ist Altes. So ist Altes, ich möchte zeigen, wie Altes ist und so ist Altes. Ich bin niemand, der euch hier zeigen möchte, die beste Entertaining-Show, sonst was, sondern ich spiele Altes und ihr schaut euch Altes an und wir spielen Altes. Und so läuft's. Und trotzdem finde ich die Atmosphäre gerade ziemlich geil. Schaut mal darüber zu den Bergen, das sieht einfach mega episch aus mit dem Nebel. Ich feiere das gerade übel. Habe ich ein Fernrohr? Nee, ich habe kein Fernrohr, schade. Also ich muss sagen, die Atmosphäre hier ist wirklich ziemlich unglaublich. Also wenn ich so einen Arbeitsplatz immer hätte, das wäre echt schön. Wenn ich da mal hinten so rüberschaue zu den Bergen, das sieht schon ziemlich spektakulär aus mit der Sonne, mit dem Nebel und den Bergen. Ja, die Natur ist doch was Schönes. Gut, ich muss aber sagen, von dem ganzen Staub hier und hat man nicht immer so schöne Aussichten, muss ich sagen. Ja, okay, stimmt natürlich. Als Fahrer hat man da schon ein bisschen angenehme Aussichten, muss ich sagen. Als Fahrer, da kommt man schon viel rum, gerade im Gold oder im Dia-Bereich oder im Salz. Wenn man mal im Salzberg, Salzsee ist und so. Das finde ich viel schöner, als hier in einem Drecksloch da zu hocken und... Ja, ist natürlich richtig. Ja, schon richtig. So. Mamma mia. Ups. Gerade aus Versehen mein Frühstücksspeck in den Laster gehauen. Das wollte ich gar nicht. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da haben sie ja bestimmt mal ein richtig gutes Geschäft gemacht, als sie da mit so vielen Fahrzeugen kamen, oder? Mit 8 Mann, ja gut, das waren halt alles Aufträge. Da kriegt halt jeder Fahrer seine 10% und der Kunde nimmt halt dann die restlichen 90 mit nach Hause. Finde ich persönlich eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen.
So, yippieyay. Ich freue mich übrigens schon voll auf eure Kommentare, die ihr so schreibt. Will die lesen. Will sie lesen. Und falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Thumbs up for Sandfarming. That's very cool. Please give a Daumen nach oben, because VR hier die ganze Zeit Prozentzahl sehen. Ist voll lustig und so. Aber ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Darf mir keiner sagen. Gab's denn bei Ihnen auch schon mal Verletzte von Ihrer Firma, die auch in so einen Konflikt geraten sind? Nein, also ja gut, es gibt immer mal wieder Schrammen, ganz klar. Ja, beim Aussteigen, beim Einsteigen, beim Mitfarmen, ja. Viele von unseren Fahrer farmen ja gar nicht mit. Die hocken sich ja nur in den Bock rein. Ja, ja, finde ich auf jeden Fall sehr nett, dass Sie das auch machen, also echt sehr, sehr freundlich. Da muss ich Ihnen ja fast schon 5% mehr geben. Für Sie. Ah, nee, nee, das war uns jetzt 10% ist veranschlagt und... Aber müssen Sie nicht noch von den 10% was an die Firma abgeben? Ja gut, das wird dann intern geklärt, das dürfte jetzt normalerweise nichts angeben. Ach so, verstehe ich, klar, logisch. Betriebsgeheimnisse aber nicht ausgeplaudert. Naja. Im Betrieb, Betriebsgeheimnissen hier. Unglaublich. Also lohnt sich ja fast nochmal zurückzufahren, wenn ich sehe, dass der dann nur noch halb voll ist. Also normalerweise habe ich mir das auch schon mal überlegt, so als Privatperson, also jetzt, wenn ich daheim hocke, so vom Fernseher und es läuft nichts in der Glotze, da haben wir schon mal das eine oder andere gefragt, wieso mache ich eigentlich den Hemmer nicht ganz voll? Sie haben nicht ganz unrecht. Normalerweise müssen wir es ausprobieren. Aber das überschreitet eigentlich dann meine, meine Fahrzeiten. Klar, ist natürlich verständlich. Ist natürlich verständlich auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, ich mache gleich auch einen Cut hier rein. Das ist ein bisschen kürzerer Part dann und fahren dann hier weiter und wir sehen uns dann. Ich kann mal sowas ausprobieren, wenn Sie Lust haben. So eine Tour zu machen. Ja klar, können wir aber bestimmt mal machen. Jetzt denke ich mal nicht, ne? Nee, ist schon zu spät, sorry. Zu spät. Okay, ja, ich denke mal, ich werde jetzt gleich einen Cut reinhauen. Gerade wenn jetzt so wenig Wachpersonal auf dem Surfer ist, ist es natürlich ziemlich schwierig, wenn wir jetzt ein paar Mal hin und her fahren, dass wir irgendwo mal aufgelauert werden. Und ich möchte eigentlich das Geld schon sicher irgendwie heimbringen. Klar, ist natürlich verständlich, logisch. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, ich hau jetzt einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann wenn wir das ganze Krempel verarbeitet haben. Wenn Sie wieder hier zu Besuch sind auf Kavala, schon mal eine Dia-Tour machen. Vielleicht ergibt sich dann noch zwei, drei Hammets dazu, dass man einen schönen Konvoi hat. Da hat man auch ein bisschen mehr Unterhaltung, dann wird es auch, dann wird's auch lustiger. Denke ich auch. Ich muss mal ganz kurz wieder die Batterien wechseln bei meiner GoPro, damit die auch weiter aufzeichnet. Ja, bei ihrer China-Cam. Haben sie die China-Cam? Ja, ich muss ja auch irgendwo von leben, ne? Da kann man nicht so teures Zeug ausgeben für Kameras. Okay. Ja, gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst positive Bewertungen nicht. Schreibt in die Kommentare, was ich vorhin gesagt habe. Macht Vorschläge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Die ist jetzt hier ein bisschen kürzer. Oder, glaube ich, sogar fast gleich lang. Aber wir überspringen jetzt das ganze Gefarme hier. Und, sehen uns gleich. Tschüss!